Ja, vielen herzlichen Dank. Danke auch, dass vor der Mittagspause ich hier nochmal einige Zuhörer, Interessierte gefunden habe. Mein Name ist Rainer Koppitz, bin der CEO und Co-Founder der Münchner Katec SE, seit Mai 2021 börsennotiert, eigentlich erst im Januar 2019 gegründet. Und ich würde Ihnen jetzt ein Update geben, wo wir stehen. Und damit ich sozusagen auch diejenigen abhole, die mit der Materie noch nicht so richtig vertraut sind, eine Seite, auf der ich ganz kurz unsere Strategie mal beschreibe. Das ist irgendwie so ein bisschen verrutscht. Kann ich da irgendwie was machen? Ich bin hier irgendwie in Teams drin, glaube ich. Kann man da was machen? Dabei, das ist alles ein bisschen. Passt schon, also gut, ich mache einfach weiter. Ich habe mir so viel Mühe mit den Headlines gegeben, die gehen jetzt halt leider etwas unter. Also wenn man mal durch die einzelnen Ebenen hier ganz kurz durchgeht. Grob zusammengefasst kann man ja sagen, also wir sind die Elektroniktypen. Ja? Elektronik hat Hardware und Software. Wir haben, das ist dieser Balken Electronics, wir haben ein Segment, wir haben das jetzt mittlerweile auch als Segment börsentechnisch sozusagen ausgeflaggt, Electronics, wo wir Industrieunternehmen in ganz Europa und zunehmend auch außerhalb im Bereich Healthcare, im Bereich Automatisierung, im Bereich Automotive, in all den Kernbranchen, die in Europa eine Rolle spielen, Maschinenbau natürlich auch, dabei unterstützen, die Elektronik, die in diesen ganzen Geräten, Systemen drin ist, A zu entwickeln, die Prototypen zu machen und die Elektronik auch zu fertigen. So dass, wenn dann ein solches Gerät, medizintechnisches Gerät, tatsächlich auch auf den Markt kommt, nehmen wir mal an, Beatmungsgerät vom Träger, wir dann tatsächlich auch die nächsten 12 bis 15 Jahre derjenige sind, der daran mitverdient, weil er jedes einzelne Elektronikteil, was dann dort verbaut wird, in der ganzen Komplexität bei sich entsprechend fertigt. Das ist der Teil Electronics. Und mit diesem Teil, da sind wir gestartet, da haben wir 100% Electronics gemacht in unserem Geschäft. 100% der Partner für Elektronik der führenden Industrien in Europa. Wir haben dann uns aber entschieden, zunehmend ein zweites Segment aufzubauen, das wir mittlerweile Systems and Products nennen. Das ist ein Segment, in dem wir eigene IP, also eigenes Intellectual Property entwickeln, teilweise natürlich auch patentieren lassen und mit eigenen Systemen und Produkten auf den Markt kommen. Sehr, sehr spitz in Segmenten, wo wir unseren Hauptkunden in dem unteren Segment Electronics idealerweise keine Konkurrenz machen, weil sonst wird es natürlich ein bisschen schwierig. In diesem Segment haben wir aktuell drei, sag jetzt mal, Subsegmente, in denen wir Geschäft machen. Das erste ist im Bereich Telecare über unsere Tochter Telealarm, wo wir Notrufsysteme, Alarmsysteme für ältere Menschen und so weiter machen, die dann über das Rote Kreuz oder entsprechende Pendants in Irland, in England, in den Niederlanden, in Belgien vertrieben werden, wo man also älteren Menschen sozusagen hilft, weiterhin ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dazu braucht man bestimmte Geräte. Schwesternotruf ist ein anderes Thema, was wir dort für Krankenhäuser machen. Sehr interessantes Segment, schnell wachsend, noch relativ klein, aber mit entsprechend sehr, sehr guten Margen. Das zweite Thema in diesem Segment ist im Bereich Solar, und zwar dort die Leistungselektronik. Wenn Sie heute Solarspeichersysteme kaufen von den führenden Herstellern in Europa, ein Viessmann, ein Senec, ein Sonnen und so weiter, dann haben Sie dort in der Regel unsere Leistungselektronik drin. Das heißt, unsere Leistungselektronik, unsere eigene IP, Software und Hardware, die die Leistungselektronikeinheit integriert in das Sonnensystem, das Viessmann-System, das Senec-System darstellt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Solarspeichersystem verkauft wird, ist unsere Leistungselektronik, die wesentlich die Effizienz von diesem Solarspeichersystem bestimmt, mit embedded. Ein wahnsinnig stark wachsendes Geschäft aktuell, wie sich jeder vorstellen kann, was auch nochmal sich deutlich beschleunigt haben. Da sind wir jetzt im letzten Jahr schon bei knapp 100 Millionen Euro Umsatz gelandet und die Auftragsbücher sind so voll, dass das durchaus zu einem Wachstum nochmal von 50% in diesem Jahr führen kann. Und das dritte Teilsegment bei diesem Thema System and Products,
da gehe ich nachher noch ein bisschen detaillierter ein, ist das der Bereich Charging. Wir haben also eine eigene Wallbox entwickelt, die wir glauben, die beste, die momentan in Europa erhältlich ist, wo wir sozusagen den Anspruch haben, Marktführer zu werden, mindestens mal in Europa, was eine Wallbox anbelangt, die dann eben entsprechend in der Garage, in der Tiefgarage, in der Einfahrt hängt, wenn einer sein erstes Elektroauto kauft. Und dort sind wir auf dem besten Weg, europäischer Marktführer zu werden. So, über die Zeit, ich habe gesagt, wir haben gestartet, da war es null. Als wir den Börsengang gemacht haben, waren wir ungefähr bei 15%. Wir sind mittlerweile bei ungefähr einem Viertel des Umsatzvolumens, das jetzt aus dem Bereich System und Products kommt. Und so schnell wie das wächst, das waren 45% im letzten Jahr, also nochmal deutlich schneller als das Gesamtgeschäft, steht zu vermuten, dass wir im Mix oder kurz oder lang auf 50-50-50 kommen werden. Das Elektronikgeschäft ist aber extrem wichtig. Wir werden das nie aufgeben, weil das Elektronikgeschäft ist sozusagen der Entry Point in den Markt, nicht zuletzt bei den Lieferanten. Wir werden bei den Lieferanten für die ganzen Komponenten, Chips, Kondensatoren, PCBs und so weiter, als der schnellst wachsende europäische Elektronikspezialist wahrgenommen. Das heißt, wir haben in der Krise bevorzugt Zugang zu den raren Materialien bekommen, haben deshalb weiter Marktanteile gewonnen. Und jetzt, wo die Krise sich langsam, die Materialkrise, ihrem Ende nähert, haben wir natürlich auch eine Chance, mit diesem gigantischen Volumen, was wir haben, ganz, ganz signifikant Preissenkungen jedes Jahr zu erreichen, nachdem wir 70% unserer Kosten Position sind, die Materialkosten, wird es ein großer Beitrag zu den Produktivitätssteigerungen in den nächsten Jahren beitragen. Im Mittellayer sieht man, wie wir uns entwickelt haben. Also Vorläuferunternehmen wie Steka, die 2018 sozusagen das einzige war, was Teil der zukünftigen Katec war, in Q1 19 Millionen Umsatz. Wir sind jetzt in Q4 22 bei knapp 190 Millionen gelandet. Das heißt also, wir haben den Quartalsumsatz in diesen Jahren seit 2018 verzehnfacht. Und diese Reise wird auch weitergehen. Teil der Strategie ist nicht nur das sehr, sehr starke Wachstum organischer Art, also immer in jedem einzelnen Segment Marktanteile zu gewinnen, durch, ich sage mal, überlegenes Auftreten am Markt, sondern auch gleichzeitig eine Buy-and-Build-Strategie, also systematisch Firmen zuzukaufen, die unser Portfolio erweitern. Das sind hier diese Pfeile, sind sozusagen die 12 Kauftransaktionen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Da ist ein schattierter Pfeil, das ist die Nummer 13. Das ist die amerikanische Firma Nextech in Alabama, die wir bereits im Ende letzten Jahres sozusagen den Vertrag unterschrieben haben, wo wir aber jetzt final auf die Zustimmung der US-amerikanischen Behörden warten, die diese Transaktion genehmigen müssen. Deshalb genehmigen müssen, weil das der Elektronikpartner von Firmen im hochspezifischen Kleinserienbereich für Firmen wie Boeing, aber auch SpaceX ist. Und damit will der amerikanische Staat natürlich ein Wörtchen mitreden, an wen so eine Firma entsprechend verkauft wird. Auch dieser Pfad wird weitergehen, allerdings sehr viel spezifischer als in der Vergangenheit. Also wir werden jetzt nicht einfach weitere Elektronikfirmen zukaufen, um weiteres Volumen zu addieren. Wir haben entsprechend eine spezifische Größe. Wir suchen nach ganz, ganz spezifischen Add-ons, die uns helfen, entweder geografische Lücken zu schließen, wie jüngst in Kanada oder in den USA, oder aber die auch helfen, in diesen Segmenten dort oben Systems und Products weiter nach vorne zu kommen. Also bewusst zum Beispiel kleinere Firmen, die dort Produkte mitbringen, die wir entsprechend dann über unsere Kanäle vermarkten können, wo wir weitere Entwicklungskompetenz bekommen, weitere IP gekommen. Das ganz kurz nochmal zu Katec insgesamt. Ich komme auf einige Punkte nochmal zurück. Ja, das letzte Jahr war bestimmt dadurch, dass wir ein sehr, sehr starkes Wachstum hatten, in Summe 26,5%. Wie gesagt, diese drei Spezialsegmente, sogar mit einem Wachstum von 45%, mittlerweile ungefähr ein Viertel des Umsatzes. Das heißt, wir sind bei 683 Millionen Euro gelandet mit einem ganz, ganz starken Q4, machen einen dicken Haken dran. Also wir sind super unterwegs, was das Umsatzwachstum anbelangt. Nicht zufrieden bin ich mit dem Ergebnis. Wir haben zwar das, was wir an Guidance rausgegeben hatten, erreicht,
Wir haben immer unsere Guidance erreicht, aber wir hatten uns intern eigentlich viel mehr vorgenommen. Wir haben aber eben unseren Haupthebel, nämlich Materialkostensenkungen, leider jetzt seit fast 2 Jahren nicht ausspielen können. Das heißt, wir haben unsere Marktmacht ausgenutzt, um bevorzugt mit Teilen geliefert zu können. Aber kein Lieferant ist auch nur in eine Diskussion eingestiegen, über Materialpreissenkungen zu reden, wie sich jeder leicht vorstellen kann. Das ändert sich gerade jetzt im Jahr 2023. Die Beschaffungssituation ist um 90-95% besser, als sie noch im Sommer war, im letzten Spätsommer, wo wir sozusagen die Hochphase hatten. Und das werden wir jetzt zunehmend wieder nutzen für entsprechende Verbesserungen. Wo ich auch lange Zeit sehr unzufrieden war, war, dass uns diese Situation auch gezwungen hat, mit der Knappheit überproportional unsere Lagerbestände zu erhöhen, um einfach lieferfähig zu bleiben. Und immer wenn ein knappes Teil dann wieder geliefert worden ist, wir zumindest alle anderen Teile, die wir für ein Produkt, ein System brauchten, schon mal auf Lager waren, sodass wir dann sozusagen die Kundenbedarfe schnell befriedigen konnten. Wir sind aber Gott sei Dank so aufgestellt, dass wir jetzt bereits von dem Höchststand im Lager so Ende, sagen wir mal, September, Oktober letzten Jahres, mittlerweile, wenn ich mir jetzt Ende Q1 anschaue, schon wieder 10% runden sind. Das heißt, wir sind also wieder sozusagen über den Peak hinaus und können zunehmend mit der Reduzierung der Lagerbestände wieder Cash freisetzen, was wir dann für Investitionen und auch weitere Unternehmenskäufe verwenden können. Sehr zufrieden, ich hatte schon gesagt, bin ich im strategischen Bereich. Wir kommen sehr viel schneller voran, als wir uns das 2019 haben traumen lassen. Katek Kanada, die wir im August gekauft haben, ist jetzt voll integriert, hat den Operational Ramp-Up geschafft. Und das, was wir als Investment-Hypothese hatten, dass wir die nämlich auf 7 Millionen Monatsumsatz hochbringen, auch mit den sehr spannenden Kunden, die haben, teilweise auch im Militärbereich. Das wird sich jetzt im Mai voraussichtlich bewahrheiten, wo ich denke, wo wir das erste Mal auf 7 Millionen Euro profitablen Monatsumsatz landen werden. Und wie gesagt, die Nextech in Alabama im Hightech-Bereich, die wird mit großer Sicherheit jetzt im Sommer dazukommen, sobald die US-amerikanischen Behörden zustimmen werden. Wir haben uns zu einem Outlook für 2023 entschieden, der zweigeteilt ist. Wir haben gesagt, also erstens wollen wir ein Wachstum in Summe wieder haben von 10% über die Gesamtfirma hinweg, was mehr als doppelt so stark wie der gesamte Markt war. Und damit würden wir auf über eine 3/4 Milliarde Euro Umsatz kommen. Wenn ich mir jetzt das erste Quartal anschaue, und verbal kann ich das sagen, die Quartalszahlen werden offiziell ja nächsten Freitag veröffentlicht bei uns. Wir haben im ersten Quartal 200 Millionen Euro Umsatz gemacht. Bitte nicht zitieren. Das kommt natürlich in Summe dann, wenn ich es mal hochrechne, mal 4, dann bin ich schon deutlich über den 750 Millionen. Und dann kommt ja noch ein bisschen Nextech dazu. Also da sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden. Wir haben zweitens prognostiziert, dass wir die Geschwindigkeit unserer Margenverbesserung, also des operativen EBITDAs, dass wir die verdoppeln wollen. Also wir hatten ja fürs letzte Jahr eine 10%ige Verbesserung prognostiziert, die auch knapp erreicht. Wir haben für dieses Jahr uns jetzt eine 20%ige Verbesserung vorgenommen und ich bin da auch sehr, sehr optimistisch, dass das klappen wird. So, bei den Finanzkennzahlen will ich vielleicht noch 2, 3 Themen rausgreifen. Ansonsten haben wir das schon alles im Prinzip diskutiert. Wir sind jetzt, das ist vielleicht nochmal wichtig von der Marge her, also Grossmarge, also Umsatz minus Materialkosten. Also wenn ich die undiluted mir anschaue, sind wir jetzt bei 28,5%. Wir kommen also langsam wieder auf die 30%, die wir vor der Materialkrise hatten. Was heißt undiluted? Das heißt, die sehr, sehr hohen Materialkosten, Extrakosten nennen wir das, Brokerzukäufe von Chips zum Beispiel, die teilweise um den Faktor 20 überhöht waren, die wir im zweiten Halbjahr sehr konsequent an die Kunden 1:1 weiterverrechnet haben, die diluten einem natürlich die Marge, weil die verrechnen sie natürlich 1:1 an den Kunden weiter, nicht mit einem entsprechenden Ergebnisaufschlag. Und deshalb haben wir uns natürlich mal angeschaut, wo stehen wir denn undiluted und was ist die Absprungbasis für dieses Jahr jetzt, wo es diese Extrakosten in der Höhe nicht mehr gibt. Und das macht mich sehr, sehr optimistisch, dass wir jetzt sehr schnell wieder in die Gross-Margin-Areas vor der Materialkrise reinrutschen werden. Das zweite Thema, was ich hier erwähnen möchte, ist das Thema Working Capital. Wir
sind ja hier, das ist unten die 173,5 Millionen, unten rechts runter auf die 162,3 Millionen Ende von dem Quartal 4, diese minus 6,5%. Und die sind natürlich im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass wir bereits angefangen haben, die Lagerbestände im Q4 bereits unmittelbar nach Abbruch dieser Materialkrise zu reduzieren. Und damit sind wir relativ zufrieden. Trade Working Capital im Verhältnis zu Sales, diese 23,8%, dort ist die ganz, ganz klare Zielsetzung, dass wir das mit den ganzen Maßnahmen, die wir aufgesetzt haben, jetzt dann in Richtung der 20% bringen. Wir gucken uns regelmäßig alle Materialkategorien an und eigentlich müssen Sie nur auf die Haken schauen. Also da sind die aktiven Komponenten, da sind die Chips drin, die passiven Komponenten, wo man Kondensatoren und so drin hat. Dann die eMAC-Parts, wo Sie auch Gehäuse drin haben und Ähnliches. Und dann die PCBs, also die Leiterplatten. Das sind die wesentlichen Komponenten, die wir einkaufen, um das zu tun, was wir machen, nämlich Elektronik. Und die Haken sollen sagen, dass die durchschnittlichen Lieferzeiten von diesen Komponenten alle entweder im Abwärtstrend sind oder nicht mehr nach oben gehen. Das heißt aber trotzdem noch, jetzt bleiben wir mal hier bei dem linken Teil, Chips im Durchschnitt aller Chips, die wir beziehen. Und wir haben 560 Millionen Einkaufsvolumen und sind damit mit die größten, was Einkaufsvolumen in Europa anbelangt. Diese 44 Wochen, der grüne Balken ganz links sagt, wenn ich jetzt Chips im Durchschnitt bestelle, dann muss ich 44 Wochen warten, bis die kommen. Wenn also ein Kunde kurzfristig seinen Bedarf bei Solarspeichersystemen nach oben dividiert, dann kann ich diese kurzfristigen Bedarfe, wenn Chips drin sind, und das sind sie natürlich, eigentlich nicht befriedigen, weil ich solche Vorlaufzeiten habe. Was dazu führt, dass wir zunehmend mit den Kunden in Forecast-Zyklen kommen, die teilweise schon 2 Jahre im Voraus verbindlich bei uns bestellen. Gerade im Solarbereich ist das üblich, damit wir überhaupt diese Bedarfe dann befriedigen können. Aber es gibt hier Entspannung und das wird sich auswirken in unserer Kostenposition. Das wird sich auswirken in sozusagen der Effizienz bei uns in der Fertigung, weil sie nicht dauernd Stop und Go fahren müssen. Und das wird sich auch im Cash auswirken, weil wir die Lagerbestände runterfahren können und dadurch Cash hervorragend freisetzen können. Hier sehen wir die links die drei Bereiche E-Mobility, Charging, Renewables, also Solar und Telecare mit den entsprechenden Wachstumsraten. Wir sehen, wir sind 60% gewachsen in dem Bereich Solar, also Inverter, Solarspeichersysteme und so weiter. Ich glaube, dieses Wachstum wird sich zusetzen. Das sind schon bei knapp 100 Millionen. Die Auftragsbücher sind voll. Telecare mit sehr guter Rendite übrigens, Double Digit, ist um fast 100% gewachsen im nächsten Jahr, weil wir auch zu Zeiten lieferfähig waren, wo viele unserer Wettbewerber nicht lieferfähig waren. Und im Bereich E-Mobility Charging steht ein relativ knappes Wachstum von 4% nur. Warum? Weil wir dort jetzt gerade letztes und dieses Jahr in einer Übergangsphase sind, da komme ich gleich nachher drauf, wo wir sozusagen unser Geschäft mit Porsche und Audi von mobilen Ladelösungen, was sehr, sehr stabil läuft, im Prinzip jetzt nochmal auf die komplett neue Ebene heben, indem wir mit unserer White Label Wallbox in den Markt kommen, wo die Produktion jetzt anläuft, wo wir aber die wesentlichen Verträge für Anfang nächstes Jahr geschlossen haben. Und dann werden diese Zahlen sehr, sehr stark explodieren. Und man sieht hier nochmal den Unterschied. Der Electronics-Bereich ist um 23% gewachsen. Systems and Products, wo ich auch deutlich mehr Marge mache, ist um 45% gewachsen, sodass ich ein Gesamtwachstum von knapp 27% hier an der Stelle habe. Und ist auch weiter das Ziel, in beiden Bereichen stark zu wachsen, in dem Bereich Systems and Products, aber überproportional, sodass der Anteil im Gesamtmix sich weiterhin deutlich, deutlich erhöhen wird. Jetzt komme ich zu dem Ladethema. Wir haben eine Tochter in Wendlingen, das ist die E-Systems und die spezialisiert auf alles, was mit Charging zu tun hat. Und wir haben uns dort den Markt sehr genau angeschaut, vor 1,5 Jahren und haben dann beschlossen, auf Basis unseres ganzen technologischen Know-hows mit einer White Label Wallbox auf den Markt zu kommen, die die beste ist. Und White Label heißt, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt nicht irgendwie eine schicke blaue Katek-Box und verkaufen die dann irgendwie im Mediamarkt und Fußgängerzonen, sondern wir haben gesagt, wir gehen an all diejenigen heran, die für ihre Kunden eine Wallbox brauchen,
aber selber keine oder eine deutlich schlechtere haben. Und die können dann mit ihrem Design, mit ihrem Namen drauf, in ihrer Farbe, aber immer mit unserer Technologie drin, unsere Elektronik, unsere Software, können die dann sozusagen die Ghost One unter ihrer eigenen Brand entsprechend verkaufen. Was diese Wallbox technologisch ausmacht, ist, sie ist hochintelligent. Das heißt also, sie ist vernetzt nach den neuesten Standards mit dem zu ladenden Auto, aber auch mit dem Smart Home, erfüllt alle Standards, die für die nächsten Jahre dort definiert worden sind in Europa. Und was noch viel schöner ist, sie ist auch over-the-air updatebar, sodass, wenn es also irgendwelche neuen spannenden Software-Features gibt, das zentral dann in alle installierten Wallbox der Ghost entsprechend hochgeladen werden kann, so wie man das mittlerweile ja bei modernen Autos auch kennt. Und sie ist so aufgebaut, dass wir das Grundsystem bereits nach den unterschiedlichen Länderzertifizierungen zertifiziert haben in sehr, sehr vielen Ländern, sodass unsere Kunden sich nicht eine Wallbox suchen müssen, die ich jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland vermarkten kann und dann muss ich einen anderen Hersteller haben für Großbritannien, weil die ganz andere Normen haben und ich brauche noch einen dritten, wenn ich auch in China aktiv sein werde. Die haben nämlich ganz andere Definitionen wieder. Beispielsweise in Europa müssen Sie sicherstellen, dass eine Wallbox so getestet ist, dass sie auch in 1000 Meter Höhe bei irgendwelchen Bergdörfern einsetzbar ist. China setzt eins drauf, da müssen sie bis auf 4000 Meter gehen. Also die denken dann Tibet und alles Mögliche mit. Und da gibt es 1000 Einzelheiten, die von jedem Land verschieden sind. Wir sind das einzige Produkt, was im Prinzip durchzertifiziert ist für alle wesentlichen Länder dieser Erde mit den jeweils lokalen Behörden. Und auch ganz wichtig, wir sind diejenigen, die als einzigen alles in unserer Hand haben. Wir haben die Software entwickelt, wir haben die Hardware entwickelt, wir sourcen komplettes Material, nutzen unsere Einkaufsmacht aus und wir fertigen es komplett. Das heißt, wenn ich das einem Kunden verkaufe und der sagt, okay, ich nehme 50.000, dann kann ich auch garantieren, weil es alles in meiner Hand ist, dass ich lieferfähig bin, weil ich das nicht irgendwo in China, Taiwan oder so fertigen lasse, sondern das wird in Tschechien gefertigt, in unserem Werk und in unserem Werk in Leipzig, was auf Automotive-Themen spezialisiert ist. Das war die Idee. Die Idee ist untermauert durch den Markt. Wir sehen hier ganz rechts, das ist die neueste Studie. 2023 gibt es in Europa eine sehr, sehr geringe Anzahl von installierten Wallboxen von 9,7 Millionen. Sehr, sehr gering bisher. Die explodiert jetzt aber förmlich, diese Zahl, und geht hier bis 2035 hoch auf diese Zahl hier. Der mittleren Balken hier, die dort sind, also diese 77% und die 15,9, das ist das Segment, wo eben nicht die High-Power-Charger sind, die an der Autobahn stehen, wo es halt natürlich nur ganz wenige geben wird und Ähnliches, sondern das ist das Segment, in das wir reingehen. Das heißt, wir haben knapp 85 Millionen installierte Basis von solchen Wallboxen bis 2035. 85 Millionen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie kommen denn diese Wallboxen eigentlich zu dem Kunden, der sie dann in seiner Garage oder Tiefgarage oder Garageneinfahrt installiert haben? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wenn ich ein Elektroauto kaufe, wird mir das vom Händler direkt mit angeboten und ich kaufe die dort direkt mit. Die zweite Möglichkeit ist, ich gehe zu meinem lokalen Installateur und der sagt, du pass auf, was ich dir empfehle, ist, ich sage jetzt mal, der Charger von Fiesmann. Und den bringe ich dir an. Und die dritte Variante ist, und die wollen auch einsteigen, das sind die lokale Stromversorgung machen, also die Stadtwerke, die auch alle teilhaben werden, die ihnen dann irgendwann mal mit ihrer Rechnung einen Zettel mitschicken und sagen, übrigens, wenn du mal je Bedarf hast nach einer Wallbox, ich habe auch eine Wallbox im Angebot. Alle drei Kanäle, das werden die Hauptkanäle sein, die die Boxen zu den Kunden geraten. Alle drei Kanäle haben keine eigene Wallbox, weil das überhaupt nicht Stadtwerke entwickeln, keine eigene Wallbox. Fiesmann ist in ganz anderen Regionen unterwegs und die Automotive-Hersteller konzentrieren sich komplett auf alles, was im Auto stattfindet. Und wir glauben, dass die nächsten 5, 6, 7 Jahre der größte Kanal für eine Wallbox der erste ist, die Automotive-Hersteller. Warum? Der Automotive-Hersteller verkauft einem Kunden ein E-Auto, und es ist in der Regel sein erstes E-Auto, weil der Markt, der fängt ja jetzt erst an, sich zu entwickeln. Und der Automobilhersteller ist der Erste, der am Kunden dran ist. Der weiß schon, dass der Kunde
Bedarf nach einer Box hat, weil er nämlich bei ihm ein E-Auto kauft, bevor all die anderen Kanäle, die ich gerade genannt habe, überhaupt erfahren, dass da Bedarf ist. Das heißt, wenn die sagen, an dem Thema will ich mitverdienen und ich will dem Kunden alles aus einer Hand bieten, ich biete dem auch gleich eine Box mit an, so wie ich als Sonderausstattung Leder- oder Head-Up-Display ankreuze, dann ist das der Kanal, wo die Volumen gemacht werden. Und darauf haben wir sehr, sehr stark gesetzt und haben sehr, sehr stark unser Automotive-Know-how, unsere Kontakte genutzt und sind auf diesen Kanal mit ganz, ganz großer Kraft zugegangen. Das Ergebnis ist, die Logos, die habe ich hier rausgenommen, weil das natürlich mit NDAs ist. Ich kann es aber hier kurz erwähnen. Wir haben mittlerweile mit 3 namhaften Automotive-Verträge abgeschlossen, Rahmenverträge abgeschlossen. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen, da war ich gestern erst mit Porsche, mittlerweile für Europa und für China. Die werden auch unsere Box für den ganzen chinesischen Markt einsetzen. Das heißt, der E-Macan ist ja geplant, das Volumensmodell von Porsche in China und Asien zu werden. Der kommt jetzt, muss ein tolles Auto sein. Und immer ist natürlich das Ziel, gleich eine Wallbox mitzuverkaufen. Da werden die Händler entsprechend incentiviert. Das steht in der Aufpreisliste. Bei Porsche kreuzen die meisten unten rechts an und sagen, also ich nehme alles, weil jetzt kommt es auch noch nicht drauf an. Immer unsere Wallbox dann mit dabei. So, das ist Porsche. Wir haben mittlerweile einen Vertrag abgeschlossen für Europa mit der Volkswagen-Tochter Elli, dass wir exklusiv die Box liefern für alle zukünftigen Elektromodelle der Marken Volkswagen, Seat, Skoda und Audi. Und das ist der europäische Hersteller mit den ehrgeizigsten E-Auto-Plänen und auch dort wieder, die Diskussion führen wir jetzt nächste Woche in Wolfsburg, ist unsere Box diejenigen, die ihren Kunden verkaufen wollen. Und ganz Europa. Das ist das zweite Thema und wir haben mittlerweile auch noch Volvo gewonnen, die auch, das war der dritte Vertrag, die ja auch ehrgeizige Pläne haben mit ihrem chinesischen Geely-Großaktionär. Die wollen ebenfalls massiv im europäischen Markt E-Autos verkaufen. Auch dort sind wir exklusiv die Wallbox für unsere Freunde aus Schweden bzw. China. Damit ist, sagen mir Marktforscher, eigentlich nicht zu verhindern, dass wir mit diesen Volumendeals, weil es die größten sind, die zu vergeben waren, zwangsläufig Marktführer werden in Europa, was das Thema Wallbox anbelangt. Aber selbstverständlich ignorieren wir die anderen beiden Kanäle nicht, die ja in den nächsten Phasen dann auch eine Rolle spielen. Wir reden natürlich auch mit denen, jetzt als Beispiel, ich habe es vorhin gebracht, Fiesmanns dieser Welt und sind da mit einigen vor Vertragsabschluss, dass auch in diesem Kanal es eine hohe Chance gibt, dass wenn ein Kunde über seinen Installateur geht, er dann hinterher eine Ghost One Wallbox bekommen. Und wir reden natürlich, an den Kanal glaube ich allerdings am wenigsten, wir reden auch mit lokalen Stromerzeugern, dass wenn die eine Wallbox in ihr Programm aufnehmen, dass es ebenfalls die Ghost One ist. Ich glaube aber, dass das der Kanal ist, der am schwierigsten ist, weil die werden einfach die meisten Streuverluste haben und an die Kunden ranzukommen wird für die etwas schwieriger sein. Das ist eine ganz, ganz spannende Thematik und wird loslaufen, was für Automotive sehr, sehr schnell ist, Ende Q1 nächsten Jahres. Also wörtliche Aussage gestern von Porsche, als ich da war, war, Herr Koppitz, wir haben uns jetzt sehr für Sie ins Zeug gelegt, dass Sie auch jetzt den riesen China-Auftrag bekommen. Jetzt müssen Sie bitte dann auch lieferfähig sein. Wir werden übrigens die chinesische Variante, die werden wir übrigens in Malaysia fertigen. Wir haben dort ja auch entsprechend ein Werk in Kulim Hightech Park. Da bin ich Anfang Juli wieder, um das zu diskutieren. Kurzum, und das ist der letzte Punkt, den ich dazu sagen will, wir haben keinen dieser Aufträge über den Preis gewonnen. Keinen einzigen. Weil die Technologie stimmt, das Team stimmt und wir können vermitteln, dass wir die Einzigen sind, die alles aus einer Hand liefern können. Keinen einzigen dieser Deals haben wir über Preis gewonnen. Wir haben uns auch nicht auf die üblichen Haftungsbedingungen eingelassen, die in Automotive ja häufig herrschen, mit unbegrenzter Haftung und so weiter. Das zeigt, dass es einfach eine klare Differenzierung unseres Produktansatzes gibt, dass es aber auch vor allen Dingen die Sicherheit gibt, wenn man das bei der CATEC entsprechend bestellt, dass wir auch lieferfähig sind. Das spielt in all den Diskussionen eine ganz wichtige Rolle. Was hilft mir ein tolles Produkt,
dass ich mit jemandem vereinbare und verhandle, wenn der mir dann nicht sicherstellen kann, dass er auch die super Beziehungen zu den ganzen Lieferanten hat, mit all den Teilen da drin und bevorzugt beliefert wird, der auch nicht sicherstellen kann, dass er dann wirklich das Ganze fertigen kann und den Priorität einräumen, weil er halt mit irgendwelchen externen Fertigungspartnern irgendwo aus Taiwan oder sonst irgendwo zusammenarbeitet. Wir haben alles in einer Hand, kann man sich angucken. Wir haben meine Handynummer, die kann anrufen, wenn was nicht klappt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Differentiator an der Stelle. Ich gehe jetzt nicht ein auf das Thema Solar. Ähnliches Thema, knapp 100 Millionen, 50%. 50% ist das Auftragsvolumen schon jetzt höher, als es im letzten Jahr war vom Umsatz her. Das heißt, dort ist jetzt eher die Frage, wie können wir die Kapazitäten so erweitern, dass wir das entsprechend auch bedienen können und unsere Kunden befriedigen können. Ich habe bereits gesprochen über das Thema Telecare und so weiter. Da möchte ich nur einen letzten Ansatz machen. Wir gehen dort auch übrigens ins Cloud-Geschäft rein, weil all diese Care-Phones und Nurse-Calls, die laufen dann ja in der Alarmzentrale auf und man muss sehen, welche Geräte funktionieren gerade oder nicht vom Roten Kreuz oder so. Und mit einem Kooperationspartner kommen wir da jetzt auch mit einem Cloud-Monitoring-System, wo es jetzt sehr, sehr große Nachfrage gibt, sodass damit auch sogar Recurring Revenues erzielt werden. Das sind unsere beiden Akquisitionen in Kanada und USA. Habe ich bereits drüber gesprochen. More to come. Wir haben viele Themen noch in der Pipeline. Und all das führt mich dann dazu, dass ich sage, wenn ich dieses Jahr das erste Quartal mal 4 nehme, dann bin ich schon über einer Dreiviertelmilliarde an Umsatz. Und unsere Zielsetzung, auf größer 1 Milliarde zu kommen, ist eigentlich nicht mehr zu verhindern. Da werden wir hinkommen durch organisches Wachstum, durch anorganisches Wachstum, mit den Größenvorteilen, mit den Skalierungseffekten und der Verhandlungsmacht und dem Mix hin zu den eigenen Produkten und Systemen, was sich momentan verändert, ist dann auch relativ klar, dass nicht genau bei der 1 Milliarde, aber ich sage mal, wenn wir über 1 Milliarde sind, dann auch die 100 Millionen EBITDA in absoluter Reichweite sind. Und das Ganze sozusagen untermauert mit den ganzen Themen, die wir dazu treiben. Ich sage bei uns auch immer intern in der Firma, 2023 und 2024 sind die Years of Efficiency. Ich habe das sogar schon gesagt, bevor denselben Satz der Mark Zuckerberg in seinem Meta-Imperium gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, also bei uns ist es tatsächlich auch so. Das steht ganz, ganz klar im Vordergrund. Also ich würde mal so sagen, bis auf das Thema Rentabilität, aber keiner konnte die Materialkrise vorwegsehen, sind wir mit unserer Agenda, seit wir eigentlich 2019 Anfang uns die Strategie definiert haben, extrem viel schneller vorwärts gekommen, als wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Und ich sage manchmal so ein bisschen scherzhaft, eigentlich könnten wir den Vertrieb einstellen, weil wir sind mittlerweile in ganz Europa bekannt und eigentlich kann sich keiner, der in unserer Branche, in den Branchen, wo wir mit Elektronik unterwegs sind, kann sich keiner leisten zu sagen, ich habe spannende Elektronikaufträge zu vergeben. Ich brauche da einen Partner. Ich frage die Katec nicht an. Also wir sind, glaube ich, mittlerweile neben Zollner, die ja auch in Bayern sitzen, da das bekannteste Unternehmen in Europa geworden. So, das war's an der Stelle. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Und wir können, wenn es die Zeit zulässt, gerne noch 2, 3 Fragen beantworten, wenn es da was gibt.